Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir aus dem Grab raus und noch die Steintafel mitnehmen. Die goldene Klaue haben wir in der letzten Folge schon erhascht. Sagen wir haben sie gefunden. Sagen wir gefunden. Wir schließen natürlich die Türen hinter uns. Sicher ist sicher. Und gehen anscheinend an einen bewohnten Ort, sonst würden hier keine Kerzen stehen direkt am Wasser. Naja, ich sollte sowas nicht hinterfragen. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet. Es sieht auch nicht mehr wie das Ödipus-Grab aus. Schimmerpilz. Okay. Kann man ja mal machen. Trollschädel. Ich bin der Trollschädel. Und ihr solltet diesen Kanal unbedingt abonnieren. Das ist sehr freundlich von dir, Herr Trollschädel. Aber das sollten Sie natürlich nur machen, wenn Sie auch regelmäßig diese Videos schauen. Nicht wahr? Okay, gut, dass wir uns da einig sind. Mich stört hier gerade... Oh, eine Spitzhacke. Zwei davon. Daneben direkt eine Eisenerzader. Ich würde ja jetzt anfangen zu farmen, wenn es nicht nur eine Eisenerzader wäre. Aber eine Spitzhacke kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ist hier wer? Komm, hier ist doch irgendwer. Als ob das hier alles so unbewacht wäre. Ich meine, da steht sogar eine Truhe. Wo wollen wir denn hin? Das sieht alles nicht mehr nach einem Ödipus-Grab aus. Okay, wir können hier rechts und links. Rolle des Feuerballs haben wir, glaube ich, schon eine von. Nochmal einen Magietrank. Oh, ich glaube... So gut können wir dann doch nicht hier lang. Wahrscheinlich kommen wir da unten gleich raus. Ich gehe trotzdem lieber erstmal den normalen Weg, damit wir auch nichts übersehen. Wir werden übrigens gerade gesucht. Das sieht man, weil das Auge halb offen ist. Okay, jetzt werden wir gleich gefunden. Wir versuchen es mal heute mit zwei Zaubern und hauen da volles Rohr drauf. Aber volle Kanüle. Das saugt aber auch ziemlich an der Magie, sehe ich gerade. Ich steige mal jetzt kurz auf Bogen um. Ich erwarte nämlich in naher Zukunft keinen Nahkampf. Nahkampf. Das war wieder so ein schlechtes Wortspiel. Witz. Mit ganz viel schlechtem Witz. Hier geht's runter und da natürlich auch noch geradeaus. Und oben haben wir gerade Nacht. Ja, wir haben Nacht. Okay. Da unten ist nur eine Truhe, glaube ich. Der zappelt da so rum. Meinte, der lebt noch? Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Lebt übrigens nicht mehr, denke ich. Ja, wir gehen hier mal eben noch runter. Ich kicke hier immer irgendwas weg und erschrecke mich dann total. Hallo, Herr Schädel. Herr Schädel, darf ich dich aufheben? Hallo, Herr Schädel. Hallo, verkohlter Herr Schädel? Nee, der will da wohl liegen bleiben. Ja, will er bestimmt. Hat man ja bemerkt, ne? Ich muss mal eben auf mich aufmerksam machen. Ich habe hier gerade ein bisschen Schiss. Irgendwas hier? Hallo? Okay, alles ruhig. Hier liegen auch Pfeile rum. Da können wir uns nicht durchquetschen. Aber das Skelett können wir auf jeden Fall antatschen. Oh, und jetzt ist die Frage, ist es eine Unmöglichkeit für uns, Schlösser zu öffnen? Da wir diese komische Krankheit haben. Aber es scheint machbar zu sein.
Das ist schön. Ein bisschen Krempel drin. Krempel. War gut, dass wir hier unten waren. Jetzt sollten wir relativ schnell mal weiter. Ich fühle mich nämlich kaum noch unbeobachtet. Kaum noch. Das heißt nur so ein bisschen. Da hinten geht's wohl wieder rein. Die Frage ist nur, wo rein? Vielleicht in deine Butter? Nein, wahrscheinlich nicht. Nimm mal die Pilze mit. Das habe ich auch deiner Mutter letzte Nacht gesagt, dass sie die Pilze ruhig wieder mitnehmen kann. Nee, habe ich nicht. War auch nur ein Scherz. Ha, bin ich heute wieder drauf, ey. Heilige Makrele. Okay, wir sind wieder im Hügelgrab drin. Ich vermute, dass auf dem anderen Ende wirklich noch das andere eingestürzte halt war, dass wir dort schon waren. Sieht aber jetzt nicht unbedingt so aus, also vergiss das einfach wieder. Wir machen weiter. Ich erwarte jetzt übrigens keine menschlichen Gegner mehr. Und dann steht da vorne direkt ein Mensch. Zum Glück nicht. Es ist nur ein lebender Toter. Oh, daneben. Ah, der geht da jetzt hin. Denkt sich, hö? Er ist durch die Tür gegangen! Er ist einfach durch die... Okay, da ist er wieder. Hallo, ich war das. Ich war das nochmal. Was mache ich jetzt? Hi. Renn! Mir geht langsam die Magie aus. Dann werden wir mal eine neue Waffenkombination in diesem LP ausprobieren. Und zwar das Stahlschwert und das Eisenschwert fusioniert in zwei Händen. Hua! Und jetzt, hu! Und ich treffe nicht. Jetzt los. Ja! Bams! Ja, ihr seht richtig. Hua! Wir haben jetzt zwei Waffen in der Hand. Zwei schnieke Waffelchen. Nein, ich werde diesmal jetzt nicht hier jahrelang drin rumgammeln. Wir sind soeben zum Zweihänder mutiert. Wie lange nehmen wir auf? Ja, okay, 8 Minuten. Wir könnten es echt noch schaffen, in dieser Folge hier durchzukommen. Einen kurzen Blick in diese Truhe werfen. Ah, da war es gerade. Hier. Ja, natürlich. Oh, ein Edelsteinchen. Gold. Noch eine Rolle mit einem tollen Zauberspruch. Und ein Magietrank. Guckt euch mal diesen Lichteffekt an. Wunderschön. Aber wir wollen weiter in das Ödipusgrab, Doppelpunkt Allerheiligstes. Das heißt, es scheint das Ende zu sein. Wir scheinen uns unserem Ziel weiterhin zu nähern. Und das freut mich natürlich tierisch. Wir schleichen weiter. Schleichen kann ich nur empfehlen in solchen Höhlen. Okay, so heilig sieht das hier gar nicht aus. Da kommt noch mal der Husten. So. Und noch mehr hiervon. Gut, dass ich das so gekonnt meistern kann. Und da kommen sie schon wieder aus allen Ecken gekrochen, wie die Schweinchen. Aber okay. Gegen irgendwas müssen wir auch kämpfen. Und jetzt Finisher! Los, finish ihn doch, wenn ich sag Finisher. Ja, oder mach gar nichts, ist auch okay. Kommen die Herren von da oben denn jetzt auch noch runter? Nee, die denken sich, ja, ich bleib hier oben. Ein Frostresistenztrank. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, den in Brand zu stecken. Gerade ebenso. Schönes Ding, da oben ist ein Bogenschütze.
der ihn auf cool tut. Jetzt versteckt er sich sogar hinter dem Teil. Aber das ist mir nicht weiter wichtig. Magst du noch dein Schwert ziehen? Danke sehr. Weil der Feind eines jeden Bogenschützen ist der Nahkampf. Und der kann hier anscheinend um Ecken schießen. Naja, jede Videospielfigur braucht eine Stärke. Ich denke, hier gibt's nichts, oder? Da könnte ich rüberspringen. Wieso rüberspringen, wenn ich auch drumherum laufen kann? Und dann hier nochmal die Tische begutachten kann. Hier ist aber nichts drauf. Das ist auch keine Zutat. Dann lass uns weiter. Wie lange nehme ich jetzt auf? 11 Minutes haben wir gleich voll. Okay, ich dachte, das wäre eine Falle. Okay. So rum, aber okay. Unsere Fackelhand macht hier auch nicht wirklich heller. Und ich denke, wenn wir die Klaue hier einsetzen, öffnet sich die Tür. Wir können noch an diesen Ring hier drehen. Müssen da wahrscheinlich wieder eine richtige Kombination rausfinden. Ich denke, es wird Zeit, sich diese Klaue genauer anzugucken. Ja, da erkennt man auch relativ schnell, was wir hier brauchen. Was war an zweiter Stelle? Der Schmetterling, okay. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal in der nächsten Folge natürlich nach, was sich hinter dieser Tür befindet. Falls wir sie denn überhaupt aufbekommen sollten. Was ich natürlich hoffe, sonst hätten wir ein Problem, ne? Aber egal, ich mache ein Päuschen. Nehme irgendwie morgen oder so mal wieder auf. Da könntet ihr dann auf jeden Fall am nächsten Tag einfach wieder einschalten. Ich denke, die Folgen werden täglich kommen. Und ich freue mich natürlich auf euch. Gebt doch einen Kommentar ab. Und so ein Kack, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin immer noch da. Und wisst ihr, was ich auch noch machen kann? Ich kann euch auf Sekunden genau sagen, dass jetzt einfach das Bild aufgehört hat. Wie dramatisch. Und jetzt hört ihr nur noch meine sexy Bassstimme, die jetzt immer lauter wird, weil ich immer näher an das Mikrofon herangehe. Und jetzt wieder weg. Oh, wie magisch.